Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Live-Trading zur Börsenöffnung am Morgen. Das Ganze natürlich mit unserem Mr. Stereo-Trader Dirk Hilger. Ja, mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Morgen begrüßen. Ich bin gespannt, was der Dirk heute aus dem Markt macht. Wir drücken natürlich alle die Daumen, auch wenn er noch ein bisschen müde ist. Ich glaube, der Markt macht ihn gleich wach. Von daher springen wir einmal zum Risikohinweis. Die kennen es alle, wie bei jedem Webinar bei FX Flat. Das Ganze dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht hier das, was der Dirk gleich macht, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Vollkommen egal, ob der Dirk long oder short geht, nichts macht, irgendwas handelt, vollkommen egal. Ja, schlussendlich müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz wichtig vorweg, immer zu sagen. So, dann habe ich meinen Orga-Kram gemacht, Dirk. Dann würde ich sagen, bis jetzt ready to go. Viel Erfolg. Du weißt ja, ich stehe hier, halt Händchen. Ja, das ist auch gut so. Hm. Was habe ich denn hier schon? Ja, guten Richtiges ein Webinar, nichts. richtiger Broker. Sieht gut Ja, aus. sieht schon gut aus, ne? So, Ja. boah, ja. Gut, dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo, Moin und herzlich willkommen hier heute zum Live-Trading, zur Markteröffnung mit unserem Hauptdarsteller Florian und ich als Immer, immer, immer. Nebendarsteller. Der erklärt, wie die Knöpfe funktionieren. Mama, sag mal so. Nein, ich habe schon gerade schon gesagt, so, mir wurde heute schon gesagt, ich sehe müde aus. Und dabei, bis ich das gehört habe, eben habe ich mich gar nicht so müde gefühlt. Aber jetzt bin ich natürlich passenderweise schläfrig drauf, ist natürlich klar. Deswegen, also ja, gibt auch nur das kleine Bild. Aber das hat ja eher dann den Grund, weil ja halt irgendwie mit der Übertragung, GoToWebinar, das ruckelt ja sonst sowieso nur. Also. So sehe ich aus. Keine Ahnung, ob das irgendwie auffallend müde ist, aber ich schlafe tatsächlich letzte Zeit unfassbar wenig und das ist irgendwie, spielt da wahrscheinlich da so mit rein. So, ich hoffe, euch geht es allen gut. Vielleicht ein bisschen wacher als ich. Und ihr dürft gerne, wie immer, hier eure Kommentare in die Kommentare, schreiben. Das klingt nicht wahnsinnig schlau. Die Kommentare hier in das passende Feld eingeben und ich freue mich, wenn ich hier wie immer Feedback bekomme. Der Florian hat es gerade schon gesagt, also nachtraden ist immer ganz schwierig und ne, also rein rechtlich muss natürlich jeder machen, was er für richtig hält. Das ist klar. Ein Kompliment von einer Frau, da freue ich mich doch. Und muss natürlich jeder selber entscheiden, was er denn macht. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, ich meine, man sieht es ja schon an meinem Blog, jetzt heute Tag 8, der Markt in einer Range und ist es der 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, oh je, je. In einer Range und ich habe so ein bisschen meine Bedenken, dass da wirklich so wahnsinnig viel zu machen ist. Also mein Ziel ist natürlich, entsprechende Situationen angepasst. Das heißt, also wir, oder ich würde versuchen, halt hier irgendwie ein paar Punkte rauszukitzeln irgendwo. Und das ist es dann auch, ne? Weil irgendwie große Einschätzungen, ich meine, warum soll der Markt ausgerechnet heute, wenn wir Webinar hier halt hier machen, warum soll er genau jetzt irgendwie die Range verlassen, wo er sich jetzt irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie drin festkrallt, ne? Das ist halt einfach, ich sag mal, fürs Daytrading ist das eigentlich cool. Also wenn man halt dann halt so wirklich mehrfach am Tag handelt, dann auch ein paar Stunden, ist es eigentlich halt natürlich super, wenn der Markt in der Range ist, weil man weiß ja einfach, wo oben und unten ist und das jetzt schon seit einigen Tagen. Das heißt, ich habe das ja auch irgendwann letzte Woche mal auch so eingegrenzt, wo eigentlich oben und unten ist. Also wenn ich mir jetzt hier mal den DAO angucke und da habe ich, glaube ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich schätze mal, das war die 479, die 33479 als Unterseite und die 68 beziehungsweise hier maximal oben die Zone als Oberseite. So, und er ist hier einmal so ein bisschen drunter gespiked und dann aber dann doch wieder zurück, wieder drüber geschlossen und krallt sich hier an dem Gap fest, an einem alten Gap, im Daily wohlgemerkt, ja. Und das heißt, da kann man eigentlich unmöglich irgendwas falsch gemacht haben die letzten Tage, außer man hat irgendwie drauf gebaut, dass genau jetzt der Markt ausbricht. Das Problem mit Ranges ist natürlich immer, man muss sie halt rechtzeitig erkennen. Und vor allen Dingen, man kann eben auch das Pech haben, und das ist auch natürlich heute nicht ausgeschlossen. Wenn ich jetzt heute hingehe und sage, gut, ich handle weiter in der Range, es ist, irgendwann ist sie natürlich vorbei. So, und wenn man es zu spät erkennt und dann merkt, oh, hier ist eine Range,
beziehungsweise noch gar nicht weiß, dass es zu spät ist und dann irgendwie sieht, oh, hier ist eine Range, da gehe ich doch irgendwie mit und sie genau dann eben halt dann auflöst, dann hat man natürlich Pech gehabt. Deswegen ist es immer wichtig, rechtzeitig zu erkennen, wo entsteht eine Range, damit man eben frühzeitig dann drin ist und eben das Ding so lange handelt, wie sie eben da ist. Und dann ist das eigentlich so Gelddruckmaschine. Da kann man eigentlich relativ wenig falsch machen. Ne? Außer, wie gesagt, die beiden Pechfaktoren oder dieser eine Pechfaktor, den muss man halt in Kauf nehmen, weil einer, wenn man die Range handelt, am Schluss wird einfach nicht aufgehen. Ne? Das ist halt klar. Und es wäre natürlich schade, wenn das genau heute ist. Und wenn es hier genau im Webinar jetzt auflösen würde, das kann ich da nicht ändern. Ne? Deswegen vielleicht heute extra nochmal ein bisschen mehr Vorsicht als sonst. Aber halt, weil ich werde auf keinen Fall hier auf irgendwie einen Ausbruch gehen, außer es ist irgendwie, es bahnt sich halt wirklich deutlich an. Da muss man halt mal gucken. Also es heißt im DAX, wobei ich nicht weiß, ob ich den handeln werde, weil der ist natürlich von der Volatilität massiv eingeschränkt momentan. Ne? Also wenn ich das hier mal anguckt, das sind Daily-Kerzen. Ne? Hier oben gestern die 471 und dann halt hier 321. Das sind, okay, das sind immer noch 150 Punkte. Das entspricht so der alten Vola vom DAX von irgendwie vor irgendwie 2-3 Jahren. Da hat das vielleicht noch gepasst, aber momentan halt eigentlich eher nicht mehr. Ne? Sowas ist natürlich auch eine Ausnahme, ist auch klar. Aber halt, das ist schon sehr, sehr kurz. Ne? Und das heißt, irgendwie 150 Punkte über den Tag verteilt, bedeutet dann eben dann auch vielleicht in der Stunde, wenn es hochkommt in der Öffnungsstunde, irgendwie 50 oder vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das dann auch richtig zu fangen, ist eigentlich nicht, ist nicht wirklich einfach. Selbst im Dow haben wir halt irgendwie hier auf der rechten Seite, sehen wir den ja auch nicht irgendwie viel mehr. Da sind es halt auch nur irgendwie, das haben wir hier unten gestern gehabt, die 550 und oben die 867, also immerhin das Doppelte. Ne? Und wenn man dann halt mal vom Spread ausgeht, der in beiden Märkten ungefähr gleich ist, dann hat man natürlich im Dow, kostet der letzten Endes ein Drittel von dem, was der DAX kostet, wenn man es mal ganz irgendwie simpel dahingehend halt runterbricht. Ne? Deswegen wäre ich dann halt schon eher ein Freund davon zu sagen, ja gut, dann gucken wir uns lieber den Dow an, statt den DAX, weil das wahrscheinlich dann halt entspannter ist. Also mal gucken, ich gucke mir natürlich schon den DAX jetzt auch gleich an. Mal gucken, was der halt irgendwie treibt um 9 Uhr. Man weiß ja irgendwie nie, was kommt, das ist halt klar. Mal rein von der Formation her, das ist so eine, also im DAX jetzt, wobei der DAX immer so ein bisschen speziell ist, ne? Aber generell so ein Bild im kleinen Timeframe mit so einer Kerze, also das heißt hier erst ein Anstieg und dann, wahrscheinlich hat das auch irgendeinen Namen, und dann halt so eine schwarze bzw. rote Kerze hinterher, ja, also die fast ein Hanging Man ist, ist das hier natürlich nicht, weil die hat ja irgendwie hier oben ganz genau an die 471 angestoßen, die ich ja schon irgendwie, keine Ahnung, wie lange drin habe, hat das jetzt endlich mal gemacht und kommt da jetzt wieder runter. Aber generell so eine Kerze zieht eigentlich ein tieferes Tief nach sich. Also in kleinen Timeframes ist das relativ safe. Das heißt, wenn man da halt sich mal von dem Aspekt das anguckt, dann wären wir halt irgendwo hier unten, also bei der 300 oder halt eben knapp drunter. Und das wäre vielleicht dann auch jetzt der Ansatz für 9 Uhr, wenn man halt irgendwie den DAX machen möchte, mal gucken, ob er nicht das Vortagestief hier angehen will und da halt mal irgendwie kurz zumindest drunter stoßen. Also zumindest für meine Begriffe erstmal wahrscheinlicher als Long. Auf der anderen Seite gilt natürlich, wenn er halt eben Long geht, da oben direkt drauf funktioniert er irgendwie selten. Und dann würde ich halt hier oben, wenn wir in den Bereich kommen sollten, dann da halt da oben gegenhalten. Also muss man jetzt wirklich gleich mal ein bisschen genauer hingucken. Im DAO ist es ja nicht wirklich anders. Da ist nur eben der Unterschied, während wir im DAX ja hier wirklich ein neues Hoch gemacht haben, kleben wir im DAO einfach nur in der Range fest. Ja, hier an meiner einzigen diagonalen Linie, die ich jemals hier eingezeichnet habe, die schon ein paar Jahre alt ist. Da hatte ich ja auch letzte Woche noch geschrieben im DAO. Ich glaube nicht, dass der einfach so darüber hinweg rennt, weil er das eigentlich noch nie gemacht hat. Und auch wenn ich nicht irgendwie auf schräge Linien normalerweise baue, aber die hier war immer schon zu markant, zu auffällig. Und deswegen habe ich die auch drin gelassen. Ja, und siehe da, hier oben diese Zone, da wollte ich ja rein bis zur Linie. Na gut, dass er sich so anstellt, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Aber es ist wirklich sehr, sehr deutlich. Ne? Und klar, hier oben wäre das Max, Max, Maximum. Und da habe ich ja auch, glaube ich, heute noch im Blog geschrieben, wenn ich wetten müsste, dann würde ich sagen, ja, wir kriegen einen Spike irgendwo da rauf und dann fällt das Ding erst runter.
Und in normalen Handelszeiten, ich meine, das ist hier eine Strecke von irgendwie knapp 500 Punkten, wäre das eigentlich gar kein Problem. Nur jetzt bei der Wohler, man weiß halt nicht, wo es herkommen soll. Ne? Vielleicht braucht es da irgendwelche News, die den Markt mal kurz dahin schicken und dann wieder runter. Ich weiß es nicht. Ne? Aber jetzt hier um 9 Uhr habe ich da arge Zweifel, dass das dann an jetzt passieren wird. Von daher muss man den DAU nichtsdestotrotz ein bisschen vorsichtiger betrachten, finde ich. Wobei der auch hier ganz, ganz deutlich, ne, an die Daily Levels halt läuft und die auch entsprechend berücksichtigt. Aber halt trotzdem, mit der Wohler ist er interessanter. Aber jetzt haben wir natürlich auch noch keine Kasse. Also alles so ein bisschen nicht so einfach, aber auch nicht unmöglich, ne, den halt irgendwo einzufangen. Was man natürlich hier auch machen könnte, da bin ich aber nicht mehr so wirklich der Spezialist dafür, das ist strategische Order. Das heißt, im unteren Bereich dann halt eher einen Long-Block aufmachen, im oberen Bereich dann eher einen Short-Block. Und das dürfte auch funktioniert haben die letzten Tage, ohne Probleme und vor allen Dingen ohne, dass man irgendwie ständig an der Kiste klebt und sondern lässt das halt einfach dann die Software machen, also den Stereo-Trader dann halt. So, hier ist so still. Also noch erstmal nochmal danke an die Birgit, das war wirklich sehr nice. Woran erkennt man eine Range? Das ist, ich meine, wenn das Volumen halt irgendwie auch ausgeht, ne, und es oder halt dann an zwei Stellen Ping-Pong einfach hin und her geht, wenn man halt sieht, okay, weil wie hier, gut, das ist natürlich jetzt nicht so einfach einzugrenzen im H1, aber man sieht ja halt auch, ne, also hier zum Beispiel ging runter und dann direkt wieder zurück und dann vor allen Dingen ans Gap. Ja. Gaps sind immer irgendwie so dem DAU sein Liebling. Und hat dann hier, ich glaube, das war Anfang der Woche, ne, mit dem Gap aufgemacht und dann klebt er permanent dran. Versucht übers Gap rauszugehen, klappt nicht. Drunter klappt auch nicht. Und das ist eigentlich schon das erste Indiz. Ne? So hier oben nichts, hier unten nichts. Und dann hier, spätestens hier wieder nichts. Und hier unten wieder nichts. Und wieder ans Gap. Ne? Hier mein neues Tief. Das war so der einzige Ausreißer und prompt wieder zurück. Ne? Also. Das ist natürlich, es gibt ja jetzt keinen Indikator, der sagt, ey, jetzt kriegen wir eine Range. Das wäre natürlich super, ne? Aber ja, dann wäre das natürlich einfach und sagen, könnte man, weil das wäre dann wirklich die Gelddruckmaschine, ey, wir haben hier eine Range, ja oben, unten, lass mal Geld verdienen. Ne? Aber so einfach ist es dann natürlich halt auch nicht. Also es hat vielleicht auch viel, also ich glaube, das ist ja auch bei jedem so, der es schon irgendwie länger macht. Man kommt immer irgendwie an so einen Punkt, wo man denkt, also es ist eigentlich ganz einfach und auch, aber wenn man dann irgendwie mal versucht, es zu erklären, dann merkt man irgendwie so, okay, ja, ist ja doch nicht so einfach. Und das dann immer so die Stelle, wo dann halt einfach viel persönliche Erfahrung da halt immer mit reinspielt. Ne? Und oder auch bei mir, wenn ich irgendwie irgendwelche Trades mache oder halt Analysen, wo ich dann denke, so ist doch klar, ne? So irgendwie. Wo ich dann aber auch oft merke, ja, so mir ist das klar, aber irgendwie vielen anderen eigentlich nicht, ja. Und das ist immer so, wo ist da die Grenze zwischen der Raketenwissenschaft, die man halt irgendwie noch in Zahlen und Formeln packen kann, und dann halt eben so den persönlichen Erfahrungen. Das ist halt immer ein bisschen tricky. Also klar, ohne Erfahrung geht halt gar nichts, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. So, DAX hier auch auf der Stunde. So, jetzt mal gucken, was hat er hier überhaupt erkannt, großartig. Also die 425 von meinen Levels, die hier bis jetzt noch nicht. Das heißt, da wäre jetzt aber dann auch relativ wahrscheinlich, dass wir erstmal da unten nochmal die Lows ausloten. Ich habe hier eine neue Version vom MT5 drauf. Da kenne ich mich noch nicht so wirklich mit aus. Wo ist denn hier? Wo kann ich denn hier einen Kasten zeichnen? Gar nicht. Muss ich wahrscheinlich. Ah, da, oder? Nö, auch nicht. Sorry, ich hatte hier irgendwie versuchsweise die neue Version installiert und irgendwie, ich habe keine Ahnung, wo man hier einen Kasten zeichnet. Das muss ich mir erstmal nochmal angucken. So, also das heißt nichtsdestotrotz hier unten, kannst du ja einfach mit Linien machen, das sollte ja funktionieren. Also hier in dem Bereich wohl eher Long und hier oben SMA 20 und so weiter, da wohl eher Short. So würde ich das jetzt erstmal hier kurz sehen. Jetzt mal ganz kurzfristig, ich muss die Linie nur gleich wieder rausnehmen, muss ich dran denken. Aber hier sieht man schon mit der Wohler, ne? Eine Minute um und irgendwie, boah,
10 Punkte hin und her gewackelt, ist natürlich der komplette Irrsinn. So, ich gehe mal auf den Handelschart. So, here we go. Also, das heißt, hier oben, ne, so aus diesem Bereich raus, da sollte er halt irgendwie nicht weit kommen, die 395. Ich gucke jetzt mal, wenn der hier jetzt noch irgendwie ein bisschen nach oben drückt, würde ich mal einen Long aufmachen. Aber dann eben auch nur für ein paar Punkte und dann da oben wahrscheinlich wieder drehen. Und, aber das heißt wahrscheinlich, auf jeden Fall wieder drehen. Und dann halt mal sehen, ob das überhaupt gelingt. Aber momentan hier rein von der Struktur, das hatten wir das letzte Mal auch. Jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich sage, war das hier? Oder war das woanders? Auf jeden Fall, wenn man nichts hat, was irgendwie halt ein Trend oder was auch immer halt irgendwie voraussagt, dann nimmt man halt die Struktur. So, und die Struktur ist momentan rot. Hier im DAX, im M5, im M15. Struktur heißt für mich die Fortsetzung von Außenstäben. Ja, weil darauf halt eben vor allen Dingen den AMI-Märkten oft die Algos meines Erachtens reagieren. Und die ist halt momentan überall rot. Im H1, im M5 und im M15. Ja, so, und das heißt, H1, der hat natürlich jetzt nochmal ewig Zeit, da unten noch eine rote dran zu setzen. Den sollte man hier jetzt um diese Zeit nicht so genau beachten, sondern dann halt vielmehr die kleineren und gucken, weil die haben natürlich, der Markt hat auch immer Lust, genau wie mit Trends, ja, Trends aufzubrechen, zu ändern, die Richtung zu ändern. Ist ja logisch, weil wenn ein Trend zu klar ist, ist es halt dann auch einfach uninteressant und da noch ewig dran festzuhalten, ne? Weil natürlich ja irgendwann dann auch der Umsatz ausgeht. Weil wenn es irgendwie zu klar ist, wer soll denn da noch irgendwas unternehmen im Markt? Ne? Das ist halt so das Ding. So, wir setzen jetzt hier im H1 da unten auf. Lass mal gucken, wie tief er da kommt, ob man hier unten irgendwo was sieht. Also jetzt rein von meiner Handelslegende, vom Block her, wäre das natürlich jetzt hier schon ein Long gewesen. Kann man machen, ja, aber... Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, weil wir eben keine Wohler haben, ne, dass ich mich hier, dass ich irgendwo festhänge oder irgendwas auflösen muss, nur weil der Markt nicht vorwärts geht. Auch wenn halt vielleicht die Idee gut ist, aber wenn ich es einfach zeitlich nicht hinkriege, hier im Webinar sauber abzuschließen. Und das Ziel von dem Webinar, das ist ja unterschiedlich. Manchmal geht es ja wirklich darum, halt irgendwie eine größere Strecke halt einzufangen, beziehungsweise sich für den Tag zu positionieren, aber halt in einem Range-Markt nicht. Und das ist halt heute der Fall. Wir haben hier ganz klar einen Range-Markt und da sehe ich das halt irgendwie nicht, dass das eine gute Idee ist. Also sich da jetzt irgendwie groß zu positionieren, weil der Markt irgendwie später dies oder jenes halt machen soll. Ja. So, die ersten 5 Minuten sind jetzt gerade mal vorbei und man sieht, mega überschaubar, ne? Also hier unten die Value Area, das heißt also vom Future up, her gebildet, 70% des Tagesvolumens, aber auch alles sehr, 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 sehr eng hier von der Range. Also weil das jetzt einfach mal die Volumen-Range für heute, ne, kann man glaube ich so bezeichnen, die ist auch irgendwie nur 40 Punkte umfasst. Ne? Also hier vom Value Area Low zum High, das wäre dann da oben die 380. Mehr ist es jetzt hier gerade nicht. Ne? So, also 5 Minuten hat irgendwie großartig noch nichts unten dran gehangen an die Struktur, aber nach oben auch nichts. Bin wirklich mal gespannt. Ach Gott, jetzt haben wir sogar ein Gap. Aber gut, Gap heißt ja auch. So, ich gehe jetzt mal hier kurz rein mit einer kleinen Position. Und dann halt mal versuchen, ob wir über die Eröffnung halt hier nochmal rauskommen. Also hier, ne, das ist natürlich illiquide, aber auf der anderen Seite heißt es aber auch, okay, das ist ein Volumen, was gerade irgendwie über dem Durchschnitt lag, das halt eben in die Richtung nach oben zeigt. So, wenn man jetzt irgendwie nur 2, 3 Punkte scalpen will, dann ist man hier schon fertig. Aber ich würde jetzt mal gucken, ob wir mit dem Ding da oben rauskommen. Ne? Und weil ich habe ja gesagt, hier, also der andere Grund ist eben der hier, meine 3, 4, 1. Und generell hier unten in dem Bereich Long und generell halt eben Range. So. Und mit bisschen, ich will es nicht sagen Glück, ja,
Aber ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Pech, dass er jetzt halt hier sich direkt wieder festfrisst und dann halt wieder runterkommt. Sagen wir es mal so. Ne? Also für meine Begriffe, das Kriterium ist schon okay so. Im Orderbuch sieht man auch jetzt nichts Wesentliches, außer jetzt hier gerade eine größere Short Order, die da gelegen hat, die aber auch nicht wahnsinnig viel jetzt bewegt hat. Daher wäre ich ja schon ein Freund davon, wenn wir jetzt einmal halt nach oben laufen. Ich würde den auch jetzt gleich absichern, sobald wir hier irgendwie über die Hochs rauskommen. Und dann sollte zumindest doch mal halt irgendwie möglich sein, da oben das Kassa Gap, das liegt nämlich hier oben, ne, Xetra Close von gestern, müsste stimmen. Und dort halt hier mit dem Trail dann halt einfach versuchen, dort rauszukommen. Oder knapp davor, wenn er halt irgendwie nicht weiterkommt. Aber ich denke ja mal, das ist so rein Intraday, also von der Kasse her betrachtet, jetzt erstmal das Naheliegendste, weil das Gap ist nicht weit entfernt, das kommt ja auch noch dazu. Und da halt erstmal an gestern anzuschließen. Ja, so. Würde ich mal behaupten, dass der gedankliche Ansatz jetzt nicht so falsch ist, sich erstmal halt ein Daily zu orientieren. Und da wir halt eben den Kassamarkt haben, ah, ja, jetzt haben wir hier ein Gap in die andere Richtung. Naja, ja, das ist jetzt also genau umgekehrt: ein Gap über dem Gap. Gott, Schrottmarkt, wirklich. Kann man halt leider anders nicht sagen. Das ist natürlich, aber klar, das ist der Liquidität, beziehungsweise die kommt ja natürlich vom generellen Interesse. Ich meine, der Markt steht halt auf der Stelle. Ja. Also hier unten ist es Vortagestief. Da habe ich ja gesagt, ne, so in dem Bereich könnt ihr halt interessant finden. Das heißt, das sind jetzt einfach die zwei Punkte. Einmal hier Vortagestief und einmal hier die Anschlussstelle. So, und wir stehen genau mittendrin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier ausreicht. Aber das ist ja gerade hier schon wieder in die andere Richtung, wie gesagt, auch wieder ein Gap. Aber ob das jetzt der richtige Ansatz ist und ob ich das hier richtig erkenne, dass erstmal oben interessanter ist als unten. Wir werden sehen. Das schlagt mich. Soll jemand schlagen hier? Moment. Schlag mich, wenn ich DAX handle. Ja, danke. Ich habe ja immer gesagt, so bitte, wenn ich nochmal den DAX handeln sollte, bitte schlag mich, ja, weil er mich einfach regelmäßig ärgert. Ja, schon wieder mache ich den Fehler, ne? Aber ich weiß ja halt auch, warum auch immer, ja, aber so viele handeln ja den DAX und es gibt gar keinen Sinn. Also, der DAX ist einfach, kann man nicht anders sagen, sau schwer zu handeln. Und weil der halt einfach mit zu vielen Derivaten belastet ist. Es gibt keinen Wert irgendwie an der Börse, auf dem mehr Derivate gepackt sind als auf den DAX. Weil die ganzen bekloppten Germans halt irgendwie meinen so irgendwie, ja, so das ist ja halt hier was Deutsches, das handle ich jetzt mal und das macht Sinn, das kenne ich und weil halt wir in Deutschland sowas haben wie K.O.-Zertifikate und den ganzen Mist, ja, kannst du nicht anders nennen und das gibt es in keinem anderen Land, ja, weil es einfach nur Beschiss ist, sorry, aber ist einfach so und aber wegen diesen ganzen Zertifikaten ist halt einfach, es sind natürlich Marktteilnehmer dabei, die natürlich ein gesteigertes Interesse daran haben, den Markt so zu handeln, dass er eben zu dem Zertifikatemarkt halt eben passt. Und genau das ist es, was den DAX halt immer schon irgendwie super schwierig gemacht hat. Das und nichts anderes. Ne? Es ist nicht so, weil er halt irgendwie besonders, weiß ich nicht, irgendwie anders ist als andere Märkte. Nein, er ist nur krass anders beeinflusst durch viele andere Faktoren wie kein anderer Markt. Das ist der Grund. Und deswegen ist es halt, was? Und das ist halt einfach der Grund. Und deswegen bin ich auch kein Freund von dem Teil, ne? Weil er einfach manchmal wirklich nur beknackt läuft. Gut, ich meine auch, darauf gibt es natürlich halt auch, ich meine, wenn man genug Erfahrung damit hat, ja, und den irgendwie seit Jahren handelt, kriegt man auch das hin, ja. Weiß dann zwar am Ende vielleicht auch nicht mehr genau, warum, aber es ist halt eben ungleich schwerer, wenn man als Beispiel als Einsteiger irgendwie von vornherein halt sagt, ja, ich will den DAX handeln, weil ich den gut finde. So, das ist eigentlich die schlechteste Idee. Da schnappt man sich dann wirklich lieber irgendwie einen liquiden Markt, der eben halt nicht so Derivate belastet ist und was ja im Ausland sowieso in dieser Form nicht geht. Also selbst wenn jetzt hier irgendwelche deutschen Emittenten hingehen und bauen halt irgendwie diverse Zertifikate auf den Dow oder S&P. Und dann ist es ja trotzdem so, dass das nicht unbedingt Auswirkungen hat, ja, weil der Markt einfach viel größer ist.
weil das Volumen viel höher ist. Und das ist halt eben halt nochmal der andere Aspekt, ne? Also von daher. So. Was, wer widerspricht dem? Da kann ich ja widersprechen. Der läuft ja nur dem DAO nach. Ja, auch nicht, ne? Ich meine, wenn er das machen würde, guck doch mal irgendwie, schreibt der Lutz hier gerade. Wenn er das so machen würde, dann ist ja die Frage, warum stehen wir denn beim DAX? Gut, jetzt sind wir gerade wieder mal ein paar Punkte höher, ja, als irgendwie noch vor einem Monat. Aber warum? Also jetzt ohne genaue Zahlen, aber ich erinnere mich, dass wir irgendwie vor 5 Jahren oder so DAO irgendwie 16.000, 17.000 und DAX irgendwie 12.000, 13.000, knapp an der 13.000 immer. So, und jetzt irgendwie 5, 6 Jahre später. DAO steht bei irgendwie 33.000, 34.000, ne? Also mal eben fast verdoppelt und der DAX steht immer noch da, wo er war. Also wenn der halt dem hinterher dackelt, oder wo auch immer da die Korrelation ist, aber so einfach ist es dann halt auch nicht, ne? Also wie gesagt, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der DAO hat an Performance das Doppelte hingelegt, einfach in den letzten Jahren, ne? Gegenüber dem DAX. Der DAX ist einfach komplett die Krücke. Und das heißt, DAX ist einfach nur Stillstand. Und was ja noch dazu kommt, ist, dass im DAX ja halt eben die Dividenden eingerechnet sind, weil es ja ein Performance-Index ist und der YM oder so halt eben zum Beispiel nicht. Und das heißt, das verfälscht das Ergebnis ja noch dazu, ne? Also schwierig, ne? Also beziehungsweise eigentlich nicht schwierig zu erkennen, dass das halt eben zwei völlig unterschiedliche Welten sind, ne? So, also wir stehen jetzt hier, ohne jetzt zu viel in der Theorie hier zu versinken. Wir stehen 4 Punkte unter der Eröffnung, standen zwischendurch schon mal drei drüber. Das ist so ungefähr das, was ich für heute erwartet habe. Ja. Bin mal gespannt. Also ich würde ihn auch hier runter skalieren. Zwar ungern, ja, weil wie gesagt, ich mag hier irgendwie nicht mich zeitlich da jetzt mit dem DAX hier verheiraten, ja, bis irgendwie heute Nachmittag, sondern ich hätte schon einfach ganz gerne ein paar Punkte, so irgendwie so 20 Punkte in irgendeine Richtung, da wäre ich ja schon zufrieden. Ja, auch wenn das hier jetzt von der Position klein ist, aber ich spare mir das lieber auf, um hier unten noch irgendwo zu skalieren, als jetzt hier irgendwie an so einer Stelle dann halt voll reinzugehen. Ne? Ja, klar. Also Lutz, ne, mir ist schon klar, dass es eine Korrelation gibt, ja. Also ist ja gar keine Frage. Das Ding ist halt nur, ne, dass sie halt einfach zu oft, oder sagen wir, wenn die Bewegung halt irgendwie, wenn man sie langfristig sieht und dann ja, aber von daher ist auch dein Satz richtig, der DAX dackelt dem DAO hinterher, richtig, er dackelt hinterher. Das heißt, wenn der DAO irgendwie 100% steigt, dann steigt der DAX 5 oder so, ja. Auf lange Sicht betrachtet. Und das ist noch nicht mal übertrieben. Aber beide steigen, ja. Also von daher richtig. So, also wir haben tatsächlich 8, 9 Punkte nach oben. Jetzt kann. Hier ist es. Hier irgendwie trockene Heizungsluft hier am Start. Kleben am Point of Control. Es wäre so schön, ein paar Punkte mehr nach oben rauskriegen. Dann könnte man nämlich hier glatt sogar noch eine draufsetzen und dann einfach nur mal nach oben raus. Ne? Weil das Ding ist halt immer auch das, das sieht man übrigens auch bei den Strukturen, wenn die zu sauber sind oder zu nicht sauber, wenn das so linear ist, ja, wo man also wirklich hier ein Lineal anlegen kann und sieht dann so irgendwie, oh, das ist ja total sauber, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es komplett in die andere Richtung knallt. Und das hier ist mir wirklich zu sauber. Und das ist eigentlich genau so ein Ding, ne? Und der eigentlich hier stressfrei nach oben hier in diesem Bereich, also im M15 mal gesehen, die 426, also ne, bis hier oben, wo dieser letzte Peak da oben gewesen ist. Mal gucken, ob man da trendtechnisch auch irgendwas erkennt, ja. Ne, also hier sieht man auch, da oben ist halt so der letzte Peak aus dem Abwärtstrend. Und da könnte der eigentlich auch mal stressfrei hinlaufen, das zumindest mal austesten. Ne? Und so eine Struktur, die eben so sauber runterläuft wie die hier,
ist eigentlich so ein gefundenes Fressen dafür, um genau das mal halt eben anzugehen. Ne? So, jetzt mal sehen, ob wir hier ein paar Punkte mal drüber kommen, ob hier die M5 mal ein bisschen länger wird. Wir stehen ja zumindest jetzt auch mal über der Eröffnung. Aber das heißt ja natürlich alles erstmal noch nichts. Also ein paar Punkte hätten wir hier jetzt schon, ein paar mehr. Welchen Freund davon wird auch hier oben, wenn er überhaupt an das Gap kommt? Ich weiß ja nicht, ja. Also ich sage ja nur, das ist so mal das Naheliegendste, dass irgendwie Interesse eigentlich da sein müsste, an gestern anzuknüpfen. Und das wäre dann halt hier oben der Xetra-Schluss. Bisschen arg skaliert hier. Und dort würde ich dann auch erstmal einen Teil rausnehmen, wenn er das macht. Und ansonsten wäre hier oben die 425, also einfach mal grob über die 400 drüber. Ja, da oben in dem Bereich, da würde ich dann erstmal den Rest rausnehmen, weil ich weiß ja nicht, ob der, wenn er überhaupt da hochkommt, was ich ja auch immer noch nicht weiß, ja, ob er das Ding da oben wirklich knacken kann oder halt nicht, ne? So, diesen kleinen Abwärtstrend. Mal gucken, wie das hier aussieht im M5. Ein bisschen größer. Oh Gott, ein Gewusel hier einfach, ne? Da stehen wir jetzt am SMA20. Da hat er doch jetzt, so wie ich das sehe, auch Lust drauf, da drüber zu klettern. Also ganz, also muss man ein bisschen aufpassen. Im DAO hätte ich hier irgendwie gar keine Schmerzen, dass der das jetzt hier macht, dass der drüber läuft. Und weil die funktionieren manchmal so, was SMA angeht und so, also SMA20 total simpel, ne? Und irgendwie ohne großartig Heckmeck. Und der DAX, das vergesse ich manchmal so ein bisschen, ist nicht der DAO und kein US-Markt. Schon gar nicht während der Kassezeit. Von daher ein bisschen Zurückhaltung nach wie vor, was jetzt hier die Sicherheit angeht. Das habe ich hier eigentlich für 28.000 Linien hier drin. Ich habe den Orkan hier noch mit an. Sehe ich gerade. Hier einen kurzen Refresh, da kommt der VWAP runter, so wie ich das sehe. Ne? Oder was ist das? Ah ne, genau, da kleben wir gerade dran. Also hier vom Orkan, das BIPOC, das ist eigentlich hier nur zu Testzwecken drin gewesen, aber habe ich vergessen rauszunehmen, aber jetzt ist es da. Und da der Orkan das verwendet, kann es ja so schlecht nicht sein. Schlecht sowieso nicht, nein, aber ich handle ja hier sowieso immer, habe ja den Future im Hintergrund. Das heißt, man sieht vorne CFD und hinten dran ist der Future, also was Volumen angeht und so weiter und so fort. Und wenn man das nicht hat, gibt es eben halt auch die Möglichkeit, sich das VPOC-Add-on zu holen und dann hat man halt hier auch das echte Volumen, die echte Volumenglocke abgebildet, den echten Point of Control und so weiter. Ne? Das macht das VPOC-Add-on auch, aber eben halt auch den VWAP. Also der volumengewichtete Durchschnitt. Ach komm, ein paar Punkte. Hep, hep. Kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, ist es offensichtlich, aber sagen wir es mal lieber so, es kann ja nicht zu viel verlangt sein. Hier mit ein paar Points mehr als, also mit 20 Punkten hier mit zwar immer noch nicht wahnsinnig großen Positionsgröße, aber zumindest mal halt irgendwie von der Strecke halt her hier 20 Punkte rauszukriegen. Das muss ja wohl irgendwie drin sein. Also die Richtung ist ja auf jeden Fall nicht falsch, ne? Genau, jetzt hier erstmal über die Hochs drüber, sieht man ja, ne? Das heißt, hier ist ja auch nochmal eine kleine Range und dann halt hier so ein kleines Trendgebilde, aus dem der Markt jetzt versucht, nach oben rauszukommen. So, einer ist weg, das ist doch schon mal nett. Den zweiten ziehen wir jetzt einfach hier hinterher. Und jetzt mal gucken. Ne? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch ein Gap Close im Kassamarkt von gestern. Und wie ich halt immer sage, ein Gap Close von unten ist nicht Short. Das heißt, hier ist ganz klar kein Short-Punkt. Und in der Regel müsste der jetzt eigentlich nochmal relativ schnell einen dran setzen und dann halt eben auch oben drüber wegkommen. Der hier ist jetzt vielleicht ein bisschen knapp. Am Point of Control, irgendwie Stop, ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Und auf der anderen Seite, ich will hier nicht ewig dran festhalten.
Ich würde lieber halt irgendwie den Trade dicht machen und dann halt sagen, so, okay, Ziel erreicht. Ne? Ich wollte eigentlich 20 Punkte auf die ganze Size gerechnet, also die ganze Size, ne, die ich jetzt hier reingegeben habe, stehen jetzt hier irgendwie, die hatte ich hier oben eigentlich schon. Ja? Also wäre auch völlig in Ordnung gewesen, da oben komplett rauszugehen. Dass ich jetzt aber halt hier dran festhalte, liegt ja nur daran, weil ich gesagt habe, für mich ist es eigentlich naheliegend, dass der da oben auf die 425 halt läuft. Und deswegen lasse ich jetzt hier mal noch so ein bisschen was drin. Also die Hälfte. Eigentlich ist es zu viel, wenn man ehrlich ist. Ne? Ich hätte hier oben mehr auflösen müssen. Und weil ich verschenke mir hier gerade wieder doch relativ viel an Punkten. Das ist so ein bisschen, naja. Aber gut, wie ich halt immer sage, und das ist auch wahr, wenn man halt irgendwie nicht nur handelt, sondern auch gleichzeitig noch moderiert, dann irgendwie kommen die Gehirnzellen schon mal durcheinander und man übersieht auch schon mal was, ne? Beziehungsweise ist einfach nicht schnell genug. Also übersehen vielleicht nicht, aber nicht schnell genug irgendwie. Denken und handeln gleichzeitig ist da manchmal ein bisschen schwierig. So, also hier ist auch ganz blöd, ne? SMA20, mal einmal kurz von oben, nachdem wir hier die Struktur kaputt gemacht haben, kann der, also wäre es jetzt der DAU, würde ich sagen, einmal ganz runter bitte, ne? 357. So, dann wäre ich aber hier raus. So, da ich den Handel wie den DAU, ignoriere ich den jetzt auch mal kurz nicht und ziehe den Stop mal noch eine Ecke tiefer. Und das heißt, die 357 hier mit dieser Bewegung, die Struktur aufgebrochen hat, der Anfang, die muss man dann aushalten, wenn man das machen will. Ne? Alles andere macht da relativ wenig Sinn. Was man halt hier auch sieht, das war eigentlich schon wieder ein Short Scalp im H1, ist eben hier auch, ne? Einfach nur in die Oberseite gelaufen und dort dann irgendwie mal kurz eins auf den Deckel. Ne? Also auch völlig easy eigentlich. Ne? So, aber er müsste es jetzt dann halt irgendwie, wie gesagt, dann auch demnächst machen. So, hier habe ich ja gerade vorhin den Stop gehabt, habe ich gesagt, das ist auf gar keinen Fall eine gute Idee. Point of Control nie, ne? Also ich meine, wenn hier oben das Volumen ausgeht, wo soll er denn auch hin, außer zum Point of Control? Und da wird er sich nicht irgendwie dran orientieren, nur weil hier im M1 irgendeine Kerze eine lustige Form hat, sondern wenn die Luft ausgeht, dann wird eben Luft geholt. Und die gibt es am Point of Control. Mal als allererstes und dazwischen halt nirgends, ne? So, aber ich mache den hier trotzdem jetzt nicht mehr. Weil ich glaube nicht, dass die Zeit, oh, sorry, trockener Hals, die Zeit im Webinar dafür reicht. Oh, tut mir leid. Moment, ich muss mal kurz das Mikro ausmachen. Der Klang ist gut. Das war doch eine nette Stimme gerade, ne? So, also, ne? Macht keinen Sinn. Sag's ja, ich hätte hier oben eigentlich ganz rausgehen können auch. Wär besser gewesen. Deutlich, ne, weil das hier ist Geeiere. Sieht man, guck mal, Struktur kaputt und dann hier wieder der, den die Struktur kaputt macht, wird auch wieder kaputt gemacht. Also das ist Mumpitz, ne? So, also das waren hier bis zu 20 Punkten oder beziehungsweise auf die erste Size gerechnet 40. Verpennt, aber ich glaube, so falsch war es jetzt dann doch nicht. Haben wir die letzten 20 Minuten 119 zusammengehamstert? Habt ihr Markus? Ja, oder? 80 Euro jeden Tag. Wäre völlig okay, ne? Wenn man es von der Warte betrachtet. Klar, ich sag ja, ne? Das wäre schon gut gewesen, hier oben rauszugehen. So, also, selbst mal wieder veräppelt. Aber nichtsdestotrotz, das Ding ist ja aufgegangen, die Richtung ist auch aufgegangen. Sei es drum. Ne? So, dann gehen wir mal rüber auf den DAU. Mal gucken, ob der uns irgendwas erzählt, was wir noch nicht wissen. Ui. Also H1, irgendwie Long-Struktur, also auch wieder rein, nur von der Struktur her. Ne? Long. Das heißt, er klebt hier unten auf der Unterseite von der letzten markanten Aufwärtsbewegung wäre also long. M5. M5 alles rot. M15 Chaos. Ne? Einmal irgendwie grün dazwischen, wieder rot. Hei, hei, hei. Das ist echt.
Also, weil hier findet man nicht mal eine Struktur. Die gab es ja wenigstens im DAX gerade noch, ne? So, und jetzt wieder rauf, genau. Unten einmal abgeholt, wunderbar. Einmal rausgeworfen, jetzt geht's weiter. Das ist aber normal, ne? Also, erstaunt mich jetzt nicht wirklich. Also, ich fand es halt nur jetzt gerade so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, das sind genau die Dinger, ne? So irgendwie, warum, ne? So irgendwie, warum jetzt wieder Struktur hier kaputt machen und warum dann wieder ganz hoch? Und das sind solche Geschichten, die sieht man im US-Markt wesentlich seltener, ja? Und das ist so typisch halt für dieses, wo ich vorhin ja am Anfang meinte, dass der DAX einfach komplett Banane läuft, ja? Und das ist, hier ist es typisch im US-Markt, wäre es selten, ne? Und wie gesagt, ich vergesse manchmal so ein bisschen, dass wir hier keinen US-Markt haben. Und auch wenn der erste Ansatz richtig war, das hier, da hätte ich mich mal kurz dran erinnern müssen, dass wir über den DAX reden. Ja? Und da muss man mit so einem Mist einfach immer rechnen. Ne? Liegt vielleicht auch noch dazu daran, dass man zum Beispiel halt in den US-Märkten ganz deutlich eben die Sprache von Algos erkennt, ja. Und weil die einfach nach gleichbleibenden Mustern und Kriterien immer wieder halt agieren, ne? Und in einer Regelmäßigkeit, die wirklich nicht zu übersehen ist. Und ob der deutsche Markt genauso läuft, also ob da auch irgendwelche Algos den ganzen Tag am Start sind, die das Ding den ganzen Tag handeln, ich weiß es nicht, ne? Das kommt natürlich dazu. Also deswegen finde ich halt Algos so super, weil die treffen keine komischen Entscheidungen, ne? Das Schöne an Algos ist, das sind einfach nur dumme Maschinen, und die irgendwie einen Taschenrechner haben und da ist nicht irgendwie einer schlecht gelaunt und geht dann deswegen so oder was weiß ich, hat schlecht geschlafen oder seine Frau hat ihn geärgert. Also, ne, Algos haben keine Frauen und schlafen auch nicht, sondern die handeln halt eben ganz stur, ja, nach dem, was ihnen halt beigebracht wurde von dem, der sie entwickelt hat. Und da ist keine Fuzzy Logic am Start, die sagt, dienstags würfel mal und dann guckst du, was du machst oder so, ne? Wie das ja dann eher bei Menschen der Fall ist. Und deswegen finde ich halt, Algo ist halt viel, viel interessanter immer, als irgendwie versuchen herauszufinden, was Menschen denken könnten und warum der Markt dann so und so reagieren sollte. Und wir haben in den US-Märkten klar mehr Algos, ganz, ganz sicher, als jetzt hier im DAX. Und das kommt einfach dazu, ne? Also in US-Algo hätte das hier nicht mitgemacht, ne? Also nicht so ohne weiteres, glaube ich nicht, ne? Aber okay, gut. Dann war halt, ne, der Ansatz ist ja da nicht so falsch, was ich da halt am Anfang erklärt habe, würde ich mal behaupten. Auch die Richtung hier stimmt, ne? Wie gesagt, die DAX-Spezialitäten muss man halt einfach mitrechnen. Was auch stimmt, finde ich natürlich jetzt natürlich gut, ist, dass halt hier aus dem Live-Chart, beziehungsweise aus meinem Blog, die 341, dass die jetzt auch erstmal einen sauberen Job wieder macht. Und das ist natürlich erstmal gut. Ja, noch besser wäre natürlich gewesen, jetzt hier die ganze Strecke mitzunehmen, aber okay. Okay. alright. Also, war jemand dabei und hat es besser mitgemacht als ich? Was, wenn der Markt scheiße ist, einfach mehr Software erklären. Ja, da hast du recht. Aber ich bin momentan halt, oder besser gesagt, wir sind da halt irgendwie in der Entwicklung gerade irgendwie vom nächsten Update und dass sich auch auf die ganzen Automationen auswirken wird. Und danach machen wir auf jeden Fall auch wieder mehr Software. Ich habe ja letztens auch noch gesagt in einem anderen Webinar, wo ich meinte, so, wir müssen eigentlich wieder viel mehr hier irgendwie Software machen und nicht nur irgendwie Markt halb manuell hier handeln. Und das bringt eigentlich mehr raus. Was? Warum ich raus bin? Weil der Stopp da gelegen hat und ich keine Lust hatte. Irgendwie im Zweifelsfall, ne? Weil das hier ist, damit kann ich nichts anfangen. Das ist so, ne? Also diese Kerze hier dazwischen, wieso, ja? Das ist für mich, ist das Chaos, technisches Chaos. Das Ding dazwischen. Das mag ich nicht, stehe ich nicht drauf. Und deswegen bin ich da auch raus. Das ist nicht, bin ja eh nicht mehr so der große DAX-Händler, aber das sind so Sachen, dass die sagen mir dann auch wiederum echt so,
da lieber wirklich manuell irgendwie, anstatt irgendwie zu genau auf irgendwelche Strukturen und so weiter zu gucken, ne? Also hier jetzt halt auch, ne, Valley Area gehe ich mal von aus, die ist im DAX ja nicht anders, wird die nicht anders gehandelt als in anderen Märkten auch. Das heißt, der versucht jetzt hier aus der Value Area wieder long rauszukommen. Ne? Also setzt hier gerade oben drauf. Kann man handeln mit einem super engen Stop. Ne? Also da geht man halt irgendwie, setzt mal Stop, irgendwie 5 Punkte. Und dann ist halt gut. Ne? Aber ne, so eben dann halt hier nach long. Aber auf der anderen Seite, wenn der Markt so seitwärts ist, macht es vielleicht auch Sinn, hier einfach nochmal am Point of Control halt reinzugehen. Ne? Wie gesagt, wenn er Luft holen will, dann da, wo Luft ist, und die ist halt hier. Das heißt, kommen wir da jetzt nochmal hin? Why not? Ne? Kann man ja vielleicht nochmal versuchen, da ein paar Punkte long reinzukommen, weil wenn er das Chaos jetzt hier nochmal nach unten verlängert, dann fresse ich aber am Besen. Also das heißt hier, ne, nach dieser Kerze, da, diese hier hat ja die Short-Struktur aufgebrochen. Dann hat diese die Long-Struktur wieder kaputt gemacht. Jetzt haben wir wieder eine, die den kaputt machen, kaputt gemacht hat. Wenn es da noch einer dran kommt, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Also das finde ich halt schon ein bisschen arg merkwürdig. Deswegen hier Long kann eigentlich nicht so falsch sein, ja, am Point of Control, weil das irgendwann, er kann ja nicht permanent irgendwie in zwei Richtungen verlängern. Also irgendwo muss da ja ein Ende sein, rein mathematisch ja schon. Ja, geht nicht. Ich kann nicht immer irgendwie eine Range in beide Richtungen unendlich verlängern. Das funktioniert ja nicht. Ja, deswegen gehe ich jetzt hier erstmal nochmal kurz long. Und weil es eigentlich fast nicht machbar ist, dass der jetzt, vorausgesetzt, jetzt ändert sich nicht die ganze Marktteilnehmerschaft, es ist fast nicht machbar, dass der jetzt nochmal da unten nochmal neues Tief dran setzt. Ja, also rein, also zumindest nicht jetzt innerhalb von diesen 5 Minuten. Außer wir haben jetzt hier irgendwie komplett neue Runde an Leuten, die jetzt irgendwie hier um 9:30 die Knoppers-Fraktion, die machen jetzt irgendwas ganz anderes, dann wäre auch das denkbar. Aber das ist einfach nur, das wäre dann schon ein bisschen krank. Deswegen mal gucken. Ich will ja auch gar nicht irgendwie viel. Das soll ich hier einfach nur nochmal da oben nochmal das Hoch anlaufen und dann ist ja schon gut. Mehr muss es ja auch gar nicht sein. Und dann halt mal sehen, ob wir dann da oben rauskommen oder halt eben nicht. Aber halt eben dahin laufen nochmal wäre jetzt für mich halt schon relativ naheliegend. Weil mit den 5 Minuten, ja wohl, wir haben ja irgendwie noch ein bisschen mehr als eine Minute Zeit. Das heißt, er könnte schon versuchen, da oben rauszuziehen. Aber höchstwahrscheinlich dann aber halt schon mit Abschluss von dieser 15-Minuten-Periode halt da oben in dem Bereich. Das heißt also um 9:40 Uhr, 9:45 Uhr sollten wir zumindest einmal kurz irgendwie da oben gestanden haben. Ne? So, also hier auch so ein bisschen tief, aber gut, das ist okay. Ist ja dann auch als Spike hier gelandet, die ganze Nummer. Why not? Ne? Ich meine, mal abgesehen von der Range, die halt die ganzen letzten Tage bildet jetzt natürlich auch hier Intraday wieder eine Range aus. Und die zeichnet sich ja jetzt irgendwie auch langsam gerade ab. Ne? Beziehungsweise müssen wir gucken, dass es eben keine Range wird oder das gucken, was wir jetzt an Range eben haben. Und das ist einfach mal ganz simpel, sieht man es ja hier. Ne? Also hier ist die Unterseite, da ist die Oberseite. So, mehr haben wir jetzt noch gerade nicht. Ne? Und mehr ist ja jetzt auch noch nicht passiert. Einfach jetzt auch die aktuelle Stunde. Und natürlich sollte der Markt jetzt auch irgendwie Interesse daran haben, hier nicht in der Range zu verharren, sondern halt irgendwohin zu laufen. So, aber trotzdem muss man jetzt irgendwie nicht die große Strecke hier einplanen, sondern ich würde trotzdem nicht großartig weiterdenken, als jetzt halt hier nochmal die Oberseite von dem, was wir bisher halt hier gelaufen sind. Und dann ist gut, ne? Jetzt haben wir schon wieder den DAX. Ich lerne es aber auch nicht, ne? Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Unverbesserlich. Aber tatsächlich hat der mir jetzt gerade wegen dem Strukturgebilde, mal abgesehen von dem
Blödsinn hier dazwischen, ja. Besser gefallen als der DAO. Was wäre es, er macht? Ja, die Knoppers, ne? 9:30 Uhr in Deutschland. Die etwas Älteren unter uns kennen das ja noch aus der Werbung. Ne, die Knoppers-Werbung. Morgens 9:30 Uhr in Deutschland. Das Frühstückchen. Deswegen habe ich den 9:30 Uhr, weil die halt immer so ein bisschen anders drauf sind, irgendwann mal die Knoppers-Fraktion getauft. Und ich finde es immer ganz lustig, wenn ich den Begriff dann mittlerweile von anderen auch höre. Der Heiko nennt sie, glaube ich, mittlerweile auch so. Heiko Behrendt, Knoppers-Fraktion. Und Knoppers weiß wahrscheinlich. Gibt es Knoppers noch? Ich weiß es gar nicht. Ja, das gibt's noch, Dirk. Gibt's noch, ne? Ja. Ja, und ich frage den Heiko heute Mittag mal, ob er das Ja, auch so genau. sieht. Ja, genau, den Heiko habe ich ja auch im Webinar verlinkt. Hab ja auch, im Webinar, im Blog verlinkt. Hab da auch gesagt, also, wenn es heute Morgen zu langweilig ist, geht heute Nachmittag zum Heiko. 15 Uhr. Der macht Future Trading hier auch bei FX Flat. Und den Link gibt es auch in meinem Blog. Und Genau sagt so einen sieht's schönen aus. Genauso, Dirk. Gruß. Ja. Stellt einen schönen Gruß von mir, aber er hat es wahrscheinlich auch schon gesehen, dass ich das verlinkt habe. So, unglaublich. Ich habe vorhin noch gedacht, wo ich in der Küche gestanden habe mit dem Kaffee. Das, was mir am meisten graust vor dem Webinar, also was heißt am meisten, das Einzige, was mir eigentlich vor dem Webinar nachher graust, ist der Markt. Weil was soll ich bitte über einen Markt, der sich nicht bewegt, seit Tagen, was soll ich da die ganze Zeit überhaupt erzählen? Aber lustigerweise ist mir der Schnabel irgendwie ganz gut gewachsen und von daher habe ich es ja irgendwie geschafft, hier trotzdem im Monolog irgendwie jetzt fast eine Stunde. Und ich hoffe, es war nicht so langweilig. Ich meine, ein paar sind schon gegangen, das kann ich aber auch verstehen, ja. Aber ich nehme das mal nicht persönlich, sondern der Markt gibt halt einfach nichts her, ne? Also wenn man jetzt irgendwie, wie ich hier in den Webinaren, immer nur DAO und DAX macht, ne? Dann hat man halt eben dann das Problem, wenn die Kollegen halt irgendwie stillstehen, dann hat man halt nichts zu tun, ne? Das ist halt so. Soll ich daran ändern, ne? Kann es nicht ändern. Und habe dann halt eben dann natürlich auch Pech gehabt. Wer geht da? Ja, genau. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die verlassen das Webinar vorzeitig. Das macht mich auch immer sehr traurig. Aber man hat ja auch manchmal noch was anderes zu tun. Boah, ich habe irgendwie irgendwas im Krümel im Hals, ich weiß auch nicht. So, ob wir hier noch 4 Punkte kriegen, I don't know. Das ist der langweiligste Markt aller Zeiten auf jeden Fall. Los, DAX, lauf. Schreiben wir hier schon in die Kommentare, als ob der DAX jemals laufen würde. Schreib vielleicht einfach Krabbel, Krabbel, dann fühlt sich der DAX nicht so vermeiert. So, aber nichtsdestotrotz, spätestens um 15:15 Uhr mache ich das Webinar hier dicht, egal was der Markt gemacht hat. Eigentlich bin ich ja immer ein Freund von den 45-Minuten-Dingern. Hätte man vorhin auch schon machen können. Aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, so komm, ey, ne? Also die, alter Schwede, 20 Punkte darauf. Das kann ja jetzt nicht nochmal eine Affäre von irgendwie einer halben Stunde sein. Ernsthaft jetzt? Und deswegen habe ich den ja auch hier gemacht. In der Annahme, dass das jetzt nicht die dümmste aller Ideen ist. Aber das muss jetzt einfach nichts, ne? Das ist schon lustig. Es ist schon lustig. Es ist echt lustig. Und hier ist immer, ich traue mich auch nicht, hier irgendwie zu skalieren, ne? Also, nachher haben wir so ein Ding hier drin, das ich nie wieder loswerde, ne? Also, wenn dann hier oben tatsächlich irgendwo an dem High, ja, das ist so das Einzige, wir sagen, gut, das macht schon irgendwie, ne? Weil, was soll er denn da oben machen, außer irgendwie nochmal ein neues Hoch zu versuchen? Das ist echt klasse. Ey. Die Minutenkerzen, das ist schon. Uiuiui. Aber gut, solche Tage gibt es halt, ne? Solche Tage gibt es. Also, wie gesagt, ne, nochmal hier zusammenfassend, warum Long? Hätte ich jetzt fast gesagt, ja, warum nicht?
Ja, hier unten halt einfach so das letzte Low, ne? Also auch hier vom Trendgebilde her im M15 jetzt einfach mal und wohin? Trendtechnisch einfach an das letzte Hoch, um zu gucken, ob wir den Markt hier nach oben aufbrechen können. Generell trotzdem sind wir in einer Range, also bitte keine Wunder erwarten von dem Markt. Erst dann, wenn man andersrum positioniert ist, dann gibt es die Wunder, wo man immer denkt, so kann nicht sein, warum ich. Nein, Spaß, ne? Also keine größeren Bewegungen halt irgendwie erwarten, nicht zu weit aus der Range rausdenken, eher mit einem Fehlausbruch rechnen, weil die Wahrscheinlichkeit, die letzten Tagesergebnisse da halt irgendwie sprechen ja eine deutliche Sprache von dem, was halt wahrscheinlich ist und was nicht, wo der Markt hinläuft. Und da sollte man nicht allzu viel dagegen wetten. So, das ist, und dann haben wir hier noch dazu, haben wir eben halt Kassa Close von unten ist wiederum nicht short. Auch ein Grund für Long. Gut, hier oben kleben wir jetzt im H1 irgendwie in dem Außenstab. Und würde der jetzt irgendwie noch 30 Punkte runterfallen, dann würde der auch da oben im SMA 20 von unten drin hängen, der aber wiederum steigend ist. Also alles, ne? So ein bisschen, es gibt einfach kein klares Bild in diesem Markt. Das kann man vergessen, ja. Und von daher finde ich jetzt wahrscheinlich, je länger ich da drauf gucke, auch dann irgendwann auch genauso viele Gründe für die andere Seite. Ne? Deswegen, es ist halt einfach ein Range-Markt. Und da ändert sich auch nichts dran, mal eben so. Ne? Jetzt kommen wir schon wieder nach unten gedackelt. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, da zu lange zu warten. Und kann jetzt natürlich auch genauso sein, dass er im M15 den gleichen Blödsinn macht, wie gerade im M5, nämlich die hier, die das ganze Ding nach oben aufgebrochen hat, die nach unten kaputt zu machen, dann doch wieder raufzulaufen. Ne? Das ist alles möglich. Also ich würde hier, weiß ich nicht, also wo haben wir denn die Unterseite? 310. Das sind ja alles keine Strecken, ne? So, aber ich will, das heißt, wenn man das Ding jetzt halt einfach hier in der Daily Range handelt, ne? Und da komme ich natürlich auch wieder in den Anfang, wo ich sage, so eine Tageskerze zieht eigentlich ein tieferes Tief nach sich, ne? Das habe ich auch am Anfang gesagt. Das heißt, das ist wiederum einer der Gründe für runter. Der Grund für rauf ist Range und war halt hier irgendwie auch nur kurzfristig. Ne? Und von daher kann natürlich auch sein, dass jetzt der Markt versucht, von hier aus direkt unter das Vortagestief dann irgendwie mit dem Ende der Stunde dann dahin zu laufen. Das kann jetzt natürlich dann passieren. Dann war ich an der Stelle einfach so ein bisschen zu langsam. Aber die Gefahr besteht jetzt natürlich auch langsam. Aber sicher, ne? Genauso. Das heißt ja nicht, dass der das da unten rausnimmt. Das heißt, und auch wenn ich hier sage, zieht ein tieferes Tief nach sich, heißt auch nicht 100 Punkte. Da reichen dann auch irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 Punkte und dann kann es auch wieder zurück zur Mitte laufen. Ne? Weil irgendwo muss das Volumen hierher kommen. Das heißt, wenn man das jetzt hier weiter long machen will, muss man, also wenn man das Ding jetzt nicht hergeben will, dann muss man eben halt auch hier unter das Vortagestief bis dahin denken. Ja? Und wenn man das skaliert, dann halt groß, ne? Also das heißt, nicht mit großer Position, sondern mit größeren Abständen skalieren. Ne? Einmal ans Vortagestief, ein bisschen was drunter und dann gucken, dass man da oben rauskommt und gut ist. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja auch nur eine Option jetzt, was der Markt machen könnte. Ich weiß es ja auch nicht. Ne? Und eventuell versucht es ja eben dann doch um 10 Uhr nach oben raus. Also es gibt viele Möglichkeiten, eine Range zu handeln. Und eben unten skalieren ist natürlich auch einer davon. Ne? Was? Long erst ab 282. Ja, okay. Sehe ich aber anders, Paco, ne? Weil bei Long ab 285 bedeutet eben auch, dass wir trendtechnisch möglicherweise schon relevant sind und dann auch dort relevant short. Weil um dahin zu kommen, müssen wir sämtliche Lows rausnehmen. Ne? Und das heißt natürlich halt eben auch, wenn wir die Lows rausnehmen und dann haben wir natürlich dann auch schon irgendwie die Gefahr, dass sich dann halt irgendwie ein Trend in die ganz andere Richtung
dann halt etabliert. Ne? Ich mache jetzt auch mal Folgendes. Ich mache das Ding hier raus mit 0. Ja? Und weil jetzt auch unsere Stunde um ist und ich natürlich jetzt auch hier nicht ewig daran festhalten will und auch hier gerne zum Schluss kommen will. So, wenn es für dich okay ist, lieber Florian, dann würde ich nämlich hier jetzt dann auch dicht machen. Jo, Und bist absolut. du noch da? Ich bin da, ja, ich bin da. Ja, weil so insgesamt, ne, ich meine, es macht ja auch keinen Sinn, jetzt hier ewig lang dran festzuhalten, ne? Sondern ich meine, so im Großen und Ganzen passt es ja. Ich hoffe, es hat trotzdem dem einen oder anderen dann halt hier irgendwie ein paar Punkte gebracht. Oder halt die Erkenntnis, dass es nicht viele Punkte bringt. Beides wäre ja in irgendeiner Form wertvoll. Und mit anderen Worten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich konnte ein bisschen was dazu beitragen, dass ihr euch auch eure Zeit hier ein bisschen nett bei einem langweiligen Markt vertreiben konntet. Florian? Ja, ich bin da. Ich Du hast ein weiß Delay. nicht, ich weiß, ich habe Delay. Nein, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie eine Ansprache halten Das war eigentlich schon eine willst. saubere Überleitung. Das wäre jetzt die Stelle, wo du übernehmen Nein, darfst. alles cool. Okay, Dachte ich. perfekt. Dann weiß ich Bescheid. Dann sage ich danke, Dirk. Danke an die Teilnehmer. Und wie der Dirk schon gesagt hat, kommen Sie gerne um 15 Uhr vorbei. Ja, zusammen mit Heiko, ein bisschen Scalping bei den Futures zur RS-Eröffnung. Ab 15 Uhr startet das Ganze. Entweder anmelden über den Link im Blog von Dirk oder bei uns über der Website Training, Webinare, Seminare. Da ist es natürlich auch verlinkt. Von daher wünsche ich Ihnen allen einen entspannten Tag. Vielleicht hören wir uns gleich. Dir, Dirk, bleib gesund, ne? Teilnehmer natürlich auch. Und wie immer auf die Positionen aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.